unserem neuen Video der Berufsschule 7. Wir gucken uns heute mal das Thema XML, also Extensible Markup Language, an. Ja, wir gucken mal, was das soll, warum wir sowas brauchen können, wie sich das ja in gewissen Grenzen zu anderen Formaten abgrenzt und ja, was man damit im Prinzip einfach machen kann. Wir werden nicht in die Tiefe so weit reingehen, dass wir uns das Thema Namespaces anschauen. Da werde ich vielleicht mal ein anderes Video dazu machen. Und wir gehen auch nicht detailliert in irgendwelche APIs rein, sondern einfach nur den Sinn des Ganzen. Dabei gehen wir auch ein bisschen über Validierung, über Parser rein. Und ja, dann schauen wir mal, was wir mit XML so alles anfangen können. Gehen wir mal auf die Pro und Cons von XML und was es eigentlich ist. Zum einen ist es ein Standard und zwar für eine Auszeichnungssprache. Also Markup Language steckt ja schon dahinter. Also es gibt einfach Standards vor. Diese Standards basieren erstmal auf sehr, sehr einfachen Regeln. Die gucken wir uns gleich an. Das ist relativ wenig und übersichtlich und damit relativ einfach auch ja, zu nutzen. Der entscheidende Punkt ist aber das X, also das Extensible. Wir können XML eigentlich nur dann sinnvoll nutzen, wenn wir es erweitern. Und darauf gehen wir nachher auch mal kurz ein. Dann, es kümmert sich rein um Daten, also nicht so wie HTML, wo auch nur Strukturinformationen dahinter stecken, sondern es geht einzig und allein um Daten. Und es ist maschinell validierbar und das ist eigentlich das Entscheidende. Ja, und es ist relativ weit verbreitet und zwar weiter als man denkt. Gut, JSON läuft XML jetzt gerade bei der Datenverarbeitung bzw. beim Datentransport den Rang ab. Trotz allem gucken wir uns nachher mal an, wo XML so alles drinsteckt. Auf der anderen Seite ist es so, es ist nicht für spezifische Probleme gemacht, eben weil es erweiterbar ist. Und es ist auch kein Garant für Sauberkeit. Also XML zwingt mich nicht, saubere Strukturen zu erzeugen, sondern ich kann da eigentlich auch jeden Quatsch machen. Der größte Nachteil ist wahrscheinlich, dass XML einen relativ großen Overhead hat. Wir haben dadurch, dass die schließenden Tags immer genauso heißen müssen wie die öffnenden Tags, einfach sehr viel Text, der eigentlich nicht für den eigentlichen Datentransport notwendig ist. Und es ist begrenzt übersichtlich. Also wenn man sich einen XML-File anschaut, man kommt schon zurecht, ja, aber nicht zuletzt durch den Overhead, ja, verliert man sich manchmal so ein bisschen. So, und entscheidend ist jetzt, XML ist nicht besonders gut, es ist nicht besonders schlecht, sondern man muss einfach überlegen, wofür brauche ich es und gibt es Alternativen oder ist XML einfach die bessere Lösung. Und deswegen möchte ich hier auch gar nicht werten, sondern einfach mal ganz neutral darstellen, worum es bei XML eigentlich geht. Beginnen wir mit den wichtigsten XML-Regeln. Da gibt es noch ein paar kleinere mehr, aber ich habe jetzt mal die aus meiner Sicht wichtigsten rausgegriffen. Und das Wichtigste ist, XML wird in sogenannten Tags formatiert. Die sehen genauso aus wie bei HTML und jeder Tag, der sich öffnet, muss auch wieder geschlossen werden. Hier sehen wir, wir haben jetzt hier ein kleines XML-File. Dort ist der Umsatz, der wird oben geöffnet und unten wieder geschlossen. Ein Tag wird einfach in diesen kleiner und größer Zeichen, also in diesen spitzen Klammern eingefügt und ja, muss halt entsprechend wieder geschlossen werden. Wenn wir uns das hier anschauen, hier habe ich jetzt den Betragstag, den habe ich geöffnet, aber das, was geschlossen wird, ist ein Kleinbuchstabe und das ist falsch. XML ist case sensitive, das heißt, XML würde das als nicht schließenden Tag-Tag akzeptieren, weil der kleingeschriebene Betrag einfach was anderes ist wie der große und Datum sehen wir, wird einfach komplett vergessen und das wäre hier an der Stelle falsch. Es gibt allerdings noch den leeren Tag, also wenn ich keinen Inhalt habe, dann darf ich auch spitze Klammer auf, Datum, Schrägstrich, spitze Klammer zu. Also man kombiniert sozusagen den öffnenden und den schließenden Tag, weil der schließende sich ja einfach nur durch diesen, ja, Slash eben vom öffnenden unterscheidet. Die HTML-Leute kennen das ja beispielsweise vom Linebreak.
Der nächste wichtige Punkt ist, es gibt nur ein Wurzelelement. Das Wurzelelement ist das, was ganz am Anfang und am Ende dieses XML-Dokument steht. Es gibt dann oben noch die Versionsmöglichkeit, die habe ich jetzt hier erstmal weggelassen, weil es mir nur um das reine XML-Format geht. Hier haben wir jetzt hier den öffnenden Tag Umsatzdaten und das letzte, was in dem XML vorkommen darf, ist eben der schließende Text von Umsatzdaten. Wenn ich das so machen würde, hätte ich zwei Wurzelknoten, sozusagen auf unterster Ebene zwei XML-Tags und das wäre an der Stelle verboten. Dann brauchen wir eine Ebenentreue bei den Tags. Was heißt Ebenentreu? Dass das öffnende und schließende Element auf gleicher Ebene sind. Wenn man es eben mit Einrückungen macht, dann sieht man es relativ gut. Die müssen wir nicht zwingend machen. XML kann das alles in einer Zeile auch schreiben. Im Prinzip kann man sagen, die Tags müssen in der gleichen Reihenfolge geöffnet werden, geschlossen werden, wie sie geöffnet werden, oder eben sie dürfen nicht ineinander verschachtelt sein, wie auch immer man das nennt. Aber wie gesagt, hier bei der beim grafischen Einrücken sieht man es eigentlich am besten. Und hier haben wir jetzt mal eine falsche Version. Also Umsatz wird geöffnet und bevor Umsatz geschlossen wird, wird Datum geöffnet und nach dem Schließen vom Umsatz wird es wieder geschlossen. Also das ist sozusagen ineinander verkeilt, wenn man es so haben möchte. Und das wäre an der Stelle falsch. Dann dürfen wir Attribute in Tags einbauen. Hier beim Umsatz habe ich jetzt das Attribut Typ und das Attribut Max. Und die müssen unterschiedliche Namen haben. Grundsätzlich gilt aber, man sollte sich sehr genau überlegen, ob man wirklich jetzt in sein XML Attribute einbaut oder nicht. Attribute sind beim Parsen ein bisschen eklig. Wenn es als wirklich als eigener Tag umsetzbar ist, würde ich das eher empfehlen. Aber gut, kommt drauf an, was man eben machen möchte. Aber wie gesagt, pro Tag müssen die Namen der Attribute unterschiedlich sein. Das heißt, ich darf nicht zweimal wie hier das Attribut Typ drin haben. Also das wäre auch falsch. Dann dürfen Tagnamen nicht mit Zahlen beginnen. Also wenn ich jetzt hier den Umsatz habe, darf ich hier nicht erster, zweiter Umsatz machen. Das wäre auch falsch. Dann haben wir das Verbot von Sonderzeichen. Also wenn ich jetzt hier den Tag Umsatz habe, darf ich den nicht Umsatz, Profit und dann das Ampersand und Loss. Es gilt nicht für alle Sonderzeichen, aber grundsätzlich würde ich empfehlen, diese Sonderzeichen einfach komplett rauszulassen. Wir dürfen die Tag-Namen mit dem kompletten UTF-8 Zeichenvorrat mit Ausnahme natürlich der Sonderzeichen belegen. Aber auch hier würde ich sagen, Leute, bleibt im ASCII-Bereich und dann habt ihr die wenigsten Probleme. Also das wäre auch wieder falsch. Dann haben wir noch das Kleinerzeichen. Das Kleinerzeichen leitet ja den Tag ein und deswegen würde der Parser oder wer auch immer das XML liest, durcheinander kommen, wenn in den Daten ein Kleinerzeichen drin ist und dementsprechend müssen wir es escapen mit dem Ampersand LT, Semikolon, also lower than, das kommt aus der HTML-Welt. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinschreiben möchte, Wert kleiner als Max, dann wäre das linke richtig mit Ampersand lower than und das rechte falsch, weil das eben zu einem Fehler führen würde, eben aufgrund des Versuches des Parsers, das als ja, öffnenden Tag zu interpretieren. So, also das wäre auch falsch an der Stelle. Gut, ansonsten sind wir relativ flexibel, was in den Daten reingesetzt werden kann, aber wie gesagt, dieses kleine Zeichen darf eben nicht sein. Diese ganzen Regeln, die ich jetzt hier aufgeführt habe, wenn ein XML-Dokument diesen Regeln entspricht, sprechen wir davon, dass es wohlgeformt ist. Ja. Das heißt, es genügt den grundsätzlichen Regeln von XML. Und wir können es relativ einfach feststellen, ob jetzt ein XML-Dokument wohlgeformt ist, indem wir es einfach mit dem Browser öffnen. Also alle gängigen Browser parsen ein XML sauber und stellen es mir dann entsprechend so dar, wie wir es links sehen. Und das wäre jetzt ein wohlgeformtes XML-Dokument. Und wenn wir das Ganze jetzt, wenn ich jetzt einen Fehler einbauen würde, beispielsweise das
dieses D von Datum würde ich klein machen und vorne groß, dann würde hier jetzt bei Firefox als Beispiel so eine Fehlermeldung rauskommen. So, das sind jetzt wirklich die minimalsten Regeln von XML. Und wie gesagt, mit Version und noch ein paar Zusatzmeta-Informationen und Kommentaren, wer das genauer wissen will, soll einfach dann nochmal sich bei den einschlägigen Webseiten nochmal schlau machen. Aber wenn man das jetzt erstmal drauf hat, kommt man schon mal relativ weit. Kommen wir jetzt zum nächsten wichtigen Thema, und zwar das Extensible, also das X in XML. Was heißt das? Was will ich damit oder was wollen die XML-Erfinder uns damit sagen? Wenn wir uns jetzt hier unser File oder unsere Daten mit den Umsatzdaten mal anschauen, ich habe hier übrigens jetzt oben mal das Versionstag nochmal reingepackt, damit das mal seht. Einfach ein paar Metainformationen, wie gesagt, kann man zur Not weglassen. So, wenn ich dieses Ding jetzt mir anschaue, gibt es eine gewisse Struktur. Wir sehen, wir haben hier die Umsatzdaten als Root-Element, dann habe ich hier drei Einzelumsätze, die jeweils eine ID, einen Betrag und ein Datum haben. Und beim Betrag habe ich das Vorzeichen einfach in ein Attribut ausgelagert. So, diese Struktur sehen wir jetzt, hat eine gewisse Normung, wenn man es so haben möchte. Das heißt, ich habe gesagt, ja, so hätte ich gerne mein XML-Dokument und das würde ich jetzt mal als Grammatik und Vokabular definieren. Ja, also Grammatik oder sagen wir mal Vokabular heißt, welche Tags dürfen da sein. Das schreibt mir XML nicht vor. Ich kann es vorschreiben und in welcher Reihenfolge und in welcher Struktur diese Vokabeln, also diese Tags auftreten, das kann ich auch vorgeben. Und jetzt bietet mir XML ein eigenes Dokumentenformat, ein sogenanntes XML-Schema, wo ich genau das hinterlegen kann. Ja, also da kann ich jetzt eben hinterlegen, welche Elemente dürfen da sein, in welcher Reihenfolge. Bei dem Type habe ich jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, ja, es darf nur Plus und Minus sein und Ähnliches. Und jetzt kann ich ein Programm schreiben, ein Validierer, der jetzt genau dieses Schema, das ist ein XSD-File, dieses XML-Schema, nimmt und sagt, ja, gib mir bitte ein XML-File als solches. Und ich überprüfe jetzt einfach mal, ob das dem entspricht. Und wenn das entspricht, ist das XML valide. Ja? Also Validität bedeutet, dass ich ein XML-Dokument gegen ein Schema prüfe und wenn das XML diesem Schema entspricht, dann nennen wir das valide. Also, wohlgeformt heißt, ein XML-Dokument entspricht den Grundregeln. Valide heißt, es entspricht so einem Grammatikdokument, wenn man es haben möchte. Genauso könnte ich jetzt ein fehlerhaftes Dokument haben. Ja, also wir sehen hier, steht jetzt im Datum nicht dieses typische Datenbankformat, also Jahr, Monat, Tag, sondern irgendwie ausgeschrieben 14. Januar. Und das würde mir jetzt mein XML-Validator als fehlerhaft interpretieren, weil hier steht drin, das Element Datum muss von dem Standardformat, das mir jetzt das W3-WWW-Konsortium eben definiert hat, dass es ein Date-Format sein muss. Und das ist eben Jahr, Monat, Tag. Und dann würde der Validierer eben entsprechend sagen, nö, ist nicht. Dann gehen wir es nochmal kurz durch. Also, ein XML-Schema gibt mir Regeln für das XML-Dokument vor. Im Rahmen natürlich der XML-Regeln. Also, das heißt, XML definiert mir diesen einfachen Regelsatz, den wir ganz am Anfang besprochen haben. Und das XML-Schema baut jetzt darauf auf und spezifiziert das noch etwas näher. Es gibt noch ein paar veraltete Konzepte, die jetzt vor dem XML-Schema definiert wurden. Das eine ist die Document Type Description und das andere ist XDR, was ich glaube damals von Microsoft ins Leben gerufen wurde.
Man kann sagen, eigentlich sind die jetzt Schnee von gestern, man nutzt eigentlich nur noch XML-Schema. Und warum man doch hin und wieder noch DTD sieht, ist, weil es sehr viel einfacher ist. Also XML-Schema lernt man nicht an einem Nachmittag. Das ist relativ umfangreich, da kann man extrem viel machen, aber das bedeutet eben auch, dass man sich intensiv damit beschäftigen möchte. Es gibt allerdings so eine Quick and Dirty-Lösung. Man kann einen XML-File erzeugen. Und dieses XML-File, da gibt es online paar Tools, das googelt man einfach, kann man dann in ein, also als Reverse Engineering sozusagen in ein XML-Schema umwandeln. Dann hat man schon mal eine Basis und da geht man dann nochmal drüber und macht ein bisschen Feinarbeit. Das geht relativ gut, aber wer wirklich regelmäßig mit XML arbeitet, dem empfehle ich schon, das Thema XML-Schema zu durchdringen. Gut, also. Dieses XML-Schema gibt mir jetzt Regeln für Vokabeln und Grammatik vor. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie in der Sprache. Also wenn wir uns mal schauen, wie zumindest in den westlichen Ländern die Sprachen aufgebaut sind, dann gibt es erstmal ein paar Grundregeln, die für alle westlichen Sprachen gleich sind. Wir haben Buchstaben. Diese Buchstaben werden zu Wörtern zusammengefasst. Die Wörter sind durch Leerzeichen getrennt. Am Schluss eines Satzes steht ein Satzzeichen. Das ist sozusagen jetzt mal die Grundregeln und das könnte man sich vorstellen, das wäre jetzt XML. Und darauf bauen jetzt die einzelnen Sprachen auf. Das heißt, Englisch hat halt andere Vokabeln wie Deutsch, andere Grammatik. Es wird anders dekliniert und genau diese Regeln machen die einzelnen Sprachen aus. Und genau diese Regeln, kann man sich jetzt in XML vorstellen, stehen jetzt in dem XML-Schema. Das heißt, im XML-Schema definiere ich für meine Applikation, wie das XML-Dokument aussehen soll. Und das ist meine Erweiterung, meine persönliche Erweiterung von XML, mein XML-Schema. Und für sehr viele breit akzeptierte Applikationen, wo XML genutzt wird, gibt es dann eben ein XML-Schema. Für die Älteren meistens dann nur noch nur ein DTD, weil sich keiner die Arbeit gemacht hat, das dann umzuwandeln in ein Schema. Aber grundsätzlich mal für die neueren Applikationen kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass die Erweiterung als XML-Schema dargestellt wurde. Und die Nutzer müssen sich einfach an diese Regeln halten. Das heißt, wenn ich ein XML-Eingangsinterface habe und jemand möchte mir Daten schicken, dann muss er sich an diese Regeln halten. So, und dann kann ich das eben validieren. Aber die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass mein XML-Dokument erstmal wohlgeformt sein muss. Hier können wir auch wieder die Analogie zu den Sprachen nehmen. Wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, mir in irgendeiner Sprache einen Satz zu präsentieren, wo keine Leerzeichen drin sind, hat er gegen die grundsätzlichen Regeln aller Sprachen im westlichen Bereich verstoßen und dann kann ich damit nichts anfangen. So, valide XML-Dokumente entsprechen jetzt genau diesen Regeln. Also hier nochmal der Unterschied. Wohlgeformt heißt, ich folge den XML-Regeln. Valide heißt, ich folge dann darüber hinaus noch den Schema-Regeln. So, und damit haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Sachen jetzt erstmal für XML oder für das X in XML besprochen. Der nächste wichtige Punkt bei XML ist das Parsen. Also Parsen heißt, dass ich die Daten, die in meinem XML verpackt sind, irgendwie sinnvoll extrahiere und dann verarbeitbar mache. Und das ist eigentlich auch die Definition von Parsen. Wir parsen meist Textinformationen, aber das müssen nicht zwingend Textinformationen sein, aber zu 99% ist es so. Und ich zerlege diese Informationen und wandle sie so um, dass ich damit was anfangen kann. Ja, dass Zahlen wirklich als Zahlen dastehen, und damit ich sie aufsummieren kann, was auch immer. So, und dieses Parsen, muss ich jetzt auch auf mein XML-Dokument anwenden, damit ich damit überhaupt sinnvoll arbeiten kann. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und die zwei wichtigsten, die wollen wir heute mal ansprechen. Das eine ist der sogenannte DOM-Parser. DOM steht für Document Object Model. Und was hier passiert ist, mein Parser übernimmt jetzt erstmal das komplette Dokument. Es wird komplett gelesen und dieses gelesene Dokument wird dann einfach in ein Objektmodell umgewandelt. Das heißt, das Dokument,
Das XML-Textdokument wird durch meinen Parser in eine komplette objektorientierte Struktur umgewandelt. Und das ist genauso, wie wir es eben in JavaScript für HTML-Dokumente auch haben. Auch hier gibt es das Document Object Model. Und wie gesagt, das heißt nichts anderes, dass meine Daten jetzt nicht mehr als Textform vorliegen, sondern als also eine Objektstruktur im Speicher. Das heißt natürlich auch, dass das komplette File eben in den Speicher übertragen werden muss. Und der Parser erlaubt es mir, auf diesen Objekten bestimmte Methoden anzuwenden. Beispielsweise bei den Umsatzdaten kann ich jetzt sagen, gib mir bitte alle Kind-Elemente, get child nodes. Und dann kann ich sagen, ja, an der nullten Position erwarte ich den Umsatz, also gib mir bitte aus dieser Liste von den höheren Element die nullte Position und dann bin ich beim Umsatz. Und dann kann ich jetzt hier wieder sagen, gib mir bitte alle Child-Elemente und dann kriege ich halt alle Kind-Elemente von Umsatz. Und dann kann ich sagen, okay, ich weiß, an der nullten Position gibt es jetzt die ID und dann sage ich Integer parseInt. Ich könnte vorher vielleicht nochmal prüfen, ob es auch wirklich das ist, indem ich sage, get node name beispielsweise. Und wenn das dann ID ist, dann kann ich parsen. Oder, und jetzt kommt wieder der wichtige Punkt, ich habe vorher validiert mit einem Schema und dann kann ich eben sicher sein, dass durch diese Validierung eben an der richtigen Position die richtigen Elemente liegen. Und dann kann ich jetzt den Betrag als Double-Element holen, als erstes, als Item Position 1 und das Datum dann und so weiter und so fort. So kann ich jetzt eben Schritt für Schritt durch meinen Objektbaum durchgehen. Also, nochmal kurz wiederholen. Also, der DOM-Parser wandelt mir das XML-Dokument in ein Objektmodell um. Und dieses Objektmodell hat eben Methoden und mit diesen Methoden kann ich jetzt die Inhalte dieses Dokuments eben analysieren. Alle Informationen landen dadurch natürlich im Speicher. Das heißt, wenn ich sehr, sehr große Dokumente habe, dann muss halt der Speicher entsprechend diese Informationen auch ja, halten können. Was in aller Regel kein großes Problem ist, aber trotz allem, ich muss wissen, der Speicher wird dadurch belastet. Und die Verarbeitung kontrolliert jetzt mein Programm, also ich kontrolliere die Verarbeitung dieses Document Object Model. Wir werden gleich sehen, dass das nicht selbstverständlich ist, wenn wir uns den SAX Parser anschauen. Aber wir haben die volle Kontrolle. Und dieses Konzept ist relativ weit verbreitet. Also es gibt ein paar Programmiersprachen, wo es eigentlich fast nur noch DOM-Parser gibt und keine anderen Alternativen. Und vor allem kennt man natürlich das von dem HTML Document Object Model, wo wir mit Hilfe von JavaScript eben unsere HTML-Seiten dynamisch anpassen. Und es gibt auch JSON-Parser als Beispiel, die mit einem Document Object Model agieren. Also gut, in JavaScript brauchen wir das nicht, das ist alles intern verarbeitet, aber wenn wir jetzt beispielsweise in C-Sharp oder auch in Java ein JSON eben analysieren wollen, dann gibt es dort meistens auch Document Object Model Parser, also DOM-Parser. Das Gegenstück dazu, das jetzt nicht so weit verbreitet ist, gut, hauptsächlich in Java nutzt man, das ist der sogenannte SAX-Parser. Das heißt Simple API for XML. Und was der jetzt macht, ist, der lädt nicht das komplette File erstmal in den Speicher, sondern der hat eine Latte an Methoden, die durch das Dokument aufgerufen werden. Wie läuft es? Also wir haben links das Dokument und dieses Dokument wird jetzt von oben nach unten gelesen. Also wir beginnen jetzt mit dem ersten Tag. Dann sagt er, aha, hier habe ich jetzt ein öffnendes Tag, ruft jetzt eine Methode auf, die heißt Startelement und die gibt mir jetzt ein paar Informationen. Ja. Das Wichtigste ist QName und Attribut, das heißt der qualifizierende Name des Tags und die Attribute, wenn denn welche da sind. Und die kann ich jetzt in irgendeiner Form
verarbeiten. Ja, ich kann es ausgeben, ich kann jetzt noch ein paar Vorbereitungen treffen für das weitere Auslesen, was auch immer dann gemacht wird. Und diese Startelementmethode, die muss ich schreiben. Das ist sozusagen mein Job als Programmierer. Ich erzeuge dieses Ding. Was man im Wesentlichen macht, ist, man erweitert eine existierende Klasse und dieses überschreibt sozusagen diese vorgegebenen Methoden und ein Objekt dieser Klasse übergebe ich dann an den Parser und der ist dann sozusagen in der Lage, diese Methoden aufzurufen. Deswegen nennen wir die auch Callback-Methoden, weil eben das automatisch durch den Parser aufgerufen wird. Dann geht er aufs nächste, findet wieder einen öffnenden Tag, ruft wieder Startelement auf. Finden wir wieder ein Element und somit sehen wir, wenn wir jetzt hier einen Zähler mitlaufen lassen würden, würden wir auch die Ebene wissen. Und jetzt geht es weiter. Jetzt ist nicht als nächstes ein öffnendes Tag, sondern der Inhalt. Das heißt, er würde jetzt auf die Methode Characters gehen und dort könnten wir jetzt aus einem gewissen Strom, aus einem Character-Strom mit Start und Length dann unsere Elemente dann ausschneiden. Das macht man dann mit String Builder und Details interessieren uns erstmal nicht. Entscheidend ist, dass wir verstehen, ja, es wird dann eine Methode für den Inhalt aufgerufen. Danach kommt das schließende Tag, dann würde Endelement aufrufen und dort könnten wir jetzt dann die Verarbeitung von den Inhalt soweit abschließen, was auch immer wir da tun müssen und dann geht es halt wieder weiter. Dann gehen wir auf den nächsten. Wir haben wieder ein öffnendes Element und jetzt hätten wir hier tatsächlich auch in den Attributes eine Information, die wir dann verarbeiten könnten und so weiter. Das heißt, hier wird jetzt sozusagen Schritt für Schritt werden die einzelnen Tags abgearbeitet und dann eben diese einzelnen Methoden aufgerufen. Ja, das heißt, unser SAX-Parser, also Simple API for XML, der hat jetzt Callback-Methoden, die werden durch den Parser aufgerufen. Ich muss diese Callback-Methoden schreiben. Und was jetzt hier passiert ist, dass das XML-Dokument jetzt die Verarbeitung kontrolliert. Also nicht ich rufe die Methoden auf wie beim DOM-Parser, sondern das XML-Dokument steuert eben den Parser und der ruft jetzt die Methoden auf. Also die Kontrolle liegt jetzt hier im XML-Dokument. Das ist jetzt nicht ganz so verbreitet, dieses Konzept. Hauptsächlich in Java wird dieses Konzept verwendet. Aber dieses Ding ist relativ effektiv. Es hat wenig Speicherverbrauch. Und wenn ich jetzt sehr große Files habe und ich suche da nur in diesem File irgendwie eine ganz spezielle Information, stellen wir uns vor, wir haben ein Logfile mit ganz, ganz vielen Einträgen. Und ich suche nur nach den drei Error-Einträgen in diesem Logfile, dann ist der SAX-Parser hier rasend schnell im Vergleich zum DOM-Parser, weil der eben nicht das komplette Dokument erstmal in den Speicher reinpacken muss. So, das wären die beiden Parser. Und damit haben wir eigentlich alles Wesentliche eben tatsächlich besprochen. Jetzt kann man sagen, ja, braucht man XML überhaupt noch? XML, ja, wird meistens jetzt immer als ja zu schwerfällig abgetan. Man nutzt jetzt JSON und so weiter. Ja, das ist richtig. Für das Versenden von Daten ist JSON mit Sicherheit besser. Aber diese Validierbarkeit und diese unglaublich hohe Anzahl von Toolsets, die es gibt, die führt dazu, dass wirklich XML in manchen Sachen drinsteckt, wo man es auf den ersten Blick gar nicht glaubt. Wenn wir uns beispielsweise mal ein Excel-File angucken, und das einfach öffnen. Jetzt packen wir hier ein paar Daten rein, was weiß ich, 10, 11, dann machen wir hier noch 22 und was weiß ich, 23 rein. Das speichern wir und jetzt machen wir Folgendes. Wir ändern jetzt die Extension auf ZIP. Ja, also einfach ZIP und ja, ich bin mir sicher, was ich tue. Ich öffne das und kann jetzt in diesen ZIP-File reingehen und finde hier XML-Files. Das heißt, Excel ist nichts anderes wie ein XML-File in einen ZIP-File drin. Hier sehen wir jetzt unsere 10, 11, 22, 23. Das heißt, ich habe tatsächlich bei einem Excel-Sheet nichts anderes wie
eine Struktur von XML-Dateien, die halt in einem ZIP-File zusammengepackt sind. Also aktuell der Excel ist nichts anderes wie XML und das gilt für Word genauso. Deswegen hat vielleicht der eine oder andere schon mal dieses offene XML-Format irgendwo gelesen. Das ist genau das, was dahinter steckt. Ja? Also XML steckt hinter unseren Office-Dateien. Was auch ein XML-Format ist, ist beispielsweise dieses Scalable Vector Graphics, also SVG. Wenn wir das einfach mal öffnen mit einem Browser, dann sehen wir hier, steckt auch wieder XML dahinter. Und beispielsweise hier dieser Circle, das ist der große Kreis. Dieser Circle ist das eine Auge, das ist das andere Auge. Und dieser Path ist der Mund. Also SVG ist nichts anderes wie ein XML-Format. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo wirklich im Hintergrund XML steckt. Und deswegen ist XML nach wie vor ein sehr wichtiges File-Format. Und deswegen ist es aus meiner Sicht Grund genug, sich damit zu beschäftigen. So, das war jetzt alles zum Thema, nicht alles, aber das Wichtigste zum Thema XML. Was mir wichtig ist, ist, dass man versteht, was ein wohlgeformtes File ist, was ein validiertes File ist, dass wir streng genommen validieren müssen, wenn wir dann das XML weiterverarbeiten. Wir haben gesehen, wir verlassen uns beim DOM und beim SAX-Parser jeweils darauf, dass an der richtigen Stelle jeweils die einzelnen Informationen liegen. Und wenn ich mich darauf verlasse, sollte ich es vielleicht vorher doch nochmal prüfen, weil wir wissen ja, verlassen kann man sich ja beim Programmieren auf gar nichts. Und deswegen ja, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn wir mit XML arbeiten, es vorher mal zu validieren. Und ja, die Parser können wir an der Stelle auch relativ schön sehen, wie das funktioniert. Es gibt jetzt noch ein paar andere Parser, die sehr viel bequemer sind. Es gibt beispielsweise jetzt gerade im C-Sharp-Bereich Parser, wo wir ein Objekt bauen. Also eine Objektstruktur, richtig mit Klassen und weiß der Kuckuck was alles zusammengebaut. Und dann übergibt man dem Parser das XML-File, die Objektstruktur und dann baut der mir automatisch diese Objekte zusammen. Und da gibt es noch jede Menge mehr. Das, was ich hier oder was ich hier erklärt habe, sind jetzt einfach mal die grundlegenden Parser, die jetzt hinter diesen, ja, bequemeren Parsern stecken, weil mir einfach wichtig ist, dass man erstmal versteht, wie das unter der Motorhaube funktioniert. So, ich werde vielleicht irgendwann nochmal ein Video zum Thema Namespaces machen, aber das liegt jetzt nicht unbedingt auf Prio 1 bei mir, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Insofern lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Ich weiß es selber noch nicht. Wir schauen mal, was dann so alles passiert. Bis zum nächsten Video und wie immer dranbleiben.